Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt EG. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hochschule Pforzheim Magazin. Für die ehemaligen Studenten des Bachelorstudiengangs Ressourceneffizienzmanagement ist die Zeit an der Hochschule jetzt vorbei. Denn sie haben ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. 7 Semester lang inklusive einem Praxissemester ging das Studium zum Bachelor of Science Betriebswirtschaft. Ein allgemeines betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Ressourceneffizienz. Bei der Laudatio wurden die Absolventen feierlich verabschiedet und die Urkunden wurden überreicht. Es ist der Abend, auf den sich die Studenten des Studiengangs Ressourceneffizienzmanagement schon lange gefreut haben. Es ist der Abend, an denen ihnen ihre Bachelorzeugnisse überreicht werden. Alle Mühen, das Engagement und das Lernen werden mit dem Titel Bachelor of Science Betriebswirtschaft belohnt. Zu Laudatio im Institutsgebäude INEC, Institute for Industrial Ecology, sind die Absolventen, Angehörige und Professoren zusammengekommen, um den Abschluss zu feiern. Es macht mich sehr stolz. Es ist ein sehr innovatives Programm, sehr internationales Programm. Und natürlich werden die Absolventen des REM in der Praxis sehr nachgefragt. Und natürlich macht das den Dekan an der Fakultät sehr stolz. Ja, natürlich macht uns das stolz. Erstens, dass wir die Studenten durchs Studium gebracht haben, beziehungsweise die Studenten haben natürlich eine Riesenleistung vollbracht, indem sie jetzt ans Ende dieses Studiums gekommen sind. Und natürlich auch dadurch, dass wir jetzt das Gefühl haben, dass wir endlich mit dem Studiengang draußen in der weiten Welt in der Industrie angekommen sind. Angekommen sind auch die Studenten. Sie sind nun Absolventen und blicken positiv auf ihre Studienzeit zurück. Es fühlt sich relativ gut an. Natürlich ist der Weg noch nicht zu Ende. Für viele wird es noch weitergehen mit dem Master, aber es ist auf jeden Fall ein Etappenziel, dass man froh ist, in der Tasche zu haben. Fühlt sich wirklich sehr gut an. Es ist eine riesige Erleichterung, eine riesige Freude, dass man jetzt einfach sagen kann, man hat einen wahnsinnig großen Schritt einfach jetzt getan nach dem Abitur, dass man einfach sagen kann, man hat was wirklich erreicht und fühlt sich sehr gut an. Ist ein wunderbares Gefühl. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Bachelorstudium. Ich denke, es war die richtige Wahl. Ich habe sehr gute Resonanz aus der Industrie, aus der Wirtschaft. Sowohl Praktikum als auch Werkstättentätigkeiten. Und ich denke jetzt auch nach meinem Masterstudium, das ich auch in der Hochschule Pforzheim absolvieren werde, aktuell gerade bei bin, denke ich, dass ich sehr gute Chancen habe, da später einen guten Beruf zu bekommen in der Wirtschaft. Ja. Da hat auch viel Arbeit dahinter gesteckt und dann ist man jetzt am Ende vom Studium schon erleichtert, dass man den Bachelor dann erreicht hat. Ja. Es fühlt sich cool an. Also man hat endlich mal einen Abschluss nach dem Abitur wieder. Man hat das Gefühl, man ist jetzt jemand und man kann jetzt so in die Welt rausgehen, endlich mal was arbeiten. Doch bevor es los in die Arbeitswelt geht, wird bei der Laudatio erst einmal in die Vergangenheit geschaut. Im Jahr 2010 ist der Studiengang Ressourceneffizienzmanagement an der Hochschule in Pforzheim gestartet. Die Inhalte: Betriebswirtschaftslehre und Ressourceneffizienz. Schon damals ist der Studiengang gut angekommen, obwohl es ihn vorher nicht gab. Doch die Lehrinhalte lockten die ersten Studenten an. Es war in der Tat ein Wagnis, das muss man offen gesagt zugeben. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ich habe mich auch nach einem Beratungsgespräch wirklich dann auch definitiv für diesen Studiengang entschieden, weil es mich wirklich einfach interessiert hat. Ich fand den Ansatz super interessant und habe auch gedacht, man muss mal was wagen und einfach auch mal was Neues ausprobieren. Und es hat sich sehr gelohnt für mich auch. Ja. Ich sehe den Vorteil im Studium darin, dass es ein neuer Studiengang war, weil wir so die Möglichkeit hatten, viel zu beeinflussen und auch die Dozenten unheimlich viel Praxiserfahrung mitgebracht haben und eben ganz neu in ihrer Lehrtätigkeit waren und deshalb ein kreatives Miteinander entstanden ist. Kreativ sind nicht nur die Lehrinhalte, sondern auch die Umsetzung. So gehören neben den Vorlesungen auch Kolloquien zu dem Studium dazu. 40 hochkarätige Referenten hielten Vorträge, erzählten von ihren Erfahrungen aus der Industrie bzw. der Politik zu dem Thema Ressourceneffizienz. Aber auch Kontakte knüpfen war bei den Kolloquien möglich. Einen großen Teil des Bachelorstudiums macht der Praxisbezug aus. Zum Beispiel gab es ein Simulationsspiel. Bei diesem mussten die Studenten Quads zusammenbauen und das so effizient wie möglich. Konkret ging es darum, wie das Lean-Management in einem Unternehmen eingeführt wird. Wir haben hier durch die Idee von meinem Kollegen Schmidt ein Erfolgskonzept
eingeführt, umgesetzt und jetzt mit den ersten Absolventen auch sauber rausgebracht. Die Idee für den Studiengang Ressourceneffizienzmanagement hatte Professor Dr. Mario Schmidt. Heute ist Mario Schmidt Leiter des Instituts for Industrial Ecology. Ich denke, wir haben in diesem Studiengang hervorragend die Lehrinhalte aus den aus der Betriebswirtschaftslehre verknüpft mit Elementen aus der Umwelttechnik, aus der Technik, aus Lean Production. Und diese Disziplinen sind genau die Disziplinen, die man in der Industrie benötigt, um Produktionsprozesse sehr gut, effizient und effektiv zu gestalten. Hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben auf das Bachelorprogramm ein Masterprogramm entwickelt. Grund dafür ist ganz einfach. Er wird sehr stark von der Industrie nachgefragt und darauf sind wir auch sehr stolz. Stolz sind auch die Absolventen in dem Augenblick, als sie ihre Bachelorzeugnisse überreicht bekommen. Durchweg positiv schauen sie auf ihre Studienzeit zurück. Besonders gut haben mir die Planspiele gefallen, der Praxisbezug, dass wir tatsächlich das, was wir zum Beispiel im Lean-Management gelernt haben, auch in Modellen umsetzen konnten und da die Ergebnisse des Lean-Managements sehen konnten. Ich fand einfach die Unterstützung, die man vom Studiengang Team bekommen hat, fand ich absolut super. Man ist von aller Seite unterstützt worden, der Zusammenhalt war wirklich toll. Also man hat sich jetzt nie so gefühlt, man steht irgendwo alleine, man kommt nicht weiter. Man ist ja wirklich immer unterstützt worden, das war wirklich gut. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich studiert habe. Ich habe im Praxissemester erfahren, dass es relativ gut angenommen wird. Mit der Spezialisierung, die im Master dann noch auf einen zukommt, denke ich, ist man auf jeden Fall für die Berufswelt später gewappnet. Doch, sehr zufrieden. Also gerade die Kombination mit der Technik, mit dem BWL und die ökologische Seite, das hat perfekt gepasst und es hat den Erwartungen eigentlich entsprochen, die ich vorher hatte. Ich denke, es war die richtige Wahl. Ich habe sehr gute Resonanz aus der Industrie, aus der Wirtschaft, sowohl Praktikum als auch Werkstättentätigkeiten. Der große Tag der Absolventen wurde aber nicht nur im Institutsgebäude gefeiert, sondern auch im Kongresszentrum Pforzheim. Im großen Saal gab es den offiziellen Festakt. Die Absolventen der Fakultäten für Technik sowie Wirtschaft und Recht wurden von ihren Professoren feierlich verabschiedet. Über 400 Absolventen der Hochschule Pforzheim feierten zusammen mit ihren Freunden und Angehörigen den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums. Darunter auch unsere Studenten des Studiengangs Ressourceneffizienzmanagement. Es ist das letzte Mal, dass die Absolventen im Rahmen der Hochschule ihre Professoren sehen. Mit diesen waren sie sehr zufrieden. Ich persönlich fand das Verhältnis zu den Professoren relativ entspannt, auch persönlich. Wenn man Fragen hatte, konnte man relativ oft in einem Vier-Augen-Gespräch miteinander sprechen. Von daher gab es daran eigentlich nichts auszusetzen. Die Professoren sehr kompetent und konnten alles perfekt rüberbringen und ich war im Endeffekt schon zufrieden, auf jeden Fall. Mir hat es Spaß gemacht. Das Verhältnis war sehr ungezwungen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es war immer die Möglichkeit, da Fragen zu stellen und Feedback zu erhalten, sowohl von Seiten der Professoren als auch Seiten der Studierenden Feedback zu geben. Die Professoren an der Hochschule Pforzheim sind wirklich sehr, sehr gute Professoren. Ich habe jetzt wirklich keinen direkten Vergleich, aber ich könnte mir das besser vorstellen. Manche der Studenten setzen auf ihren Bachelorabschluss noch einen Master drauf. Andere steigen gleich ins Berufsleben ein. Studiengangsleiter Professor Dr. Nikolaus Thissen ist sich sicher, dass genau diese Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden. Denn das Thema der Ressourceneffizienz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ich sehe es aus der Sicht des Praktikers aus der Industrie. Ich denke, dieser Studiengang und auch unsere Studenten damit haben ein Riesenpotenzial. Ich weiß selber, ich habe selber auf diesem Gebiet in der Industrie gearbeitet. Und gerade auf diesem Gebiet Ressourceneffizienz ist in der gesamten Industrie noch sehr, sehr viel zu tun, bis man an einen Punkt gekommen ist, dass man sagen kann, wir sind jetzt am Optimum. Und ich denke, da passen gerade unsere Studenten sehr gut rein. Erstes positives Feedback der Unternehmen konnten die Absolventen zu ihrem Studiengang schon während ihres Studiums erfahren. Beim Praxissemester sammelten die damaligen Studenten erste Erfahrungen und konnten ihr Wissen in den Alltag der Unternehmen einbringen. Ein paar Semester später ging es nach dem Bachelorabschluss für die Absolventen darum, eine Entscheidung zu treffen. Entweder einen Masterstudiengang zu beginnen oder direkt in das Berufsleben einzusteigen.
Also ich werde jetzt den Master machen hier in Pforzheim, also ich werde mich bewerben, ich möchte ihn gerne machen und warte jetzt noch, momentan mache ich noch Werkstätigkeit, bis dann im Sommersemester der Master losgeht. Also ich habe jetzt inzwischen schon angefangen mit einem Masterstudium und wollte da jetzt die Technik noch ein bisschen vertiefen und habe deswegen Master in Wirtschaftsingenieur angefangen. Aktuell mache ich jetzt gerade so eine Art Zwischenpraktikum zwischen dem Bachelor und dem Master. Also ja, ob ich den Master dann tatsächlich mache, steht noch in den Sternen, aber wir schauen mal. Ansonsten gleich arbeiten. Ob Masterstudium, Praktikum oder der Einstieg ins Berufsleben. Bei einer Sache sind sich die Absolventen einig. Für alle, die das jetzt sehen, Ressourceneffizienzmanagement, ich habe am Anfang gedacht, hört sich interessant an, schauen wir mal, was es ist. Aber jetzt im Nachhinein, nachdem ich jetzt fertig bin, muss ich sagen, es haben sich alle Träume verwirklicht. Ich bin super happy. Ich glaube, dass das Thema ein Riesenpotenzial hat, dass die Absolventen Riesenchancen auf dem Arbeitsmarkt haben und dass es ein Thema für die Zukunft ist. Also ich würde es heutzutage auch jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, den Studiengang zu studieren, er soll es machen, weil wir kommen wirklich super an in den Firmen. Jeder fragt zwar, ja, was ist denn das? Und man erklärt es kurz und dann läuft es aber eigentlich von alleine. Mit den Bachelor-Urkunden in der Hand beginnt für die Absolventen des Studiengangs Ressourceneffizienzmanagement nun ein neuer Lebensabschnitt. Mit dem Start eines unbekannten Studiengangs sind die Studenten ein kleines Wagnis eingegangen, das sich aber sehr gelohnt hat. Denn in der Industrie sind genau diese Fachkräfte stark gefragt. Das war es für dieses Mal vom Hochschule Pforzheim Magazin. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe im Dezember mit dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt AG.